Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pro Evolution Soccer 2020 in der Trainerkarriere. Mein Name ist Jan und wir sind Trainer beim FC Bayern München in der Bundesliga mit allen Mods und Lizenzen. Checkt das in der Videobeschreibung auf jeden Fall mal ab. So, also wir haben jetzt heute ein Spiel gegen Köln zum Beispiel. Dann haben wir ein Champions League Spiel und in der letzten Folge konnten wir endlich wieder Platz 1 erobern. In der Champions League zum ersten Mal, ja, sind wir da auch auf Platz 1. Also Hinrunde damit abgeschlossen. Und außerdem konnten wir auch in der Bundesliga endlich wieder auf Platz 1 klettern. Aber wir sehen da Fortuna Düsseldorf zum Beispiel auf Platz 2 mit nur 2 Punkten hinter uns. Und ja, wir starten jetzt rein in den November auch in dieser Folge. Und ja, es wird spannend. Und mal gucken, ob wir uns gut schlagen. Letzte Folge war ja dann doch ganz gut, ja. Unser neues Pro Evolution Soccer Trikot, ja, was mir Konami zugeschickt hat, das hat auch ordentlich Glück gebracht und ich hoffe, das können wir weiter ausnutzen. Viel Spaß dabei, wir gucken mal, ob es klappt. Also erstmal gegen Köln im Rhein-Energie-Stadion. Das sollten wir eigentlich, ja, für uns entscheiden, aber das ist ja bei vielen Spielen so. Wir sind FC Bayern München, müssen gewinnen und ob das auch klappt, das sehen wir jetzt. Ja, unser Loader. Er freut sich auch immer schon weiter aufs nächste Spiel. Drückt immer einen Daumen nach oben. Ich hoffe, das macht ihr auch. So, von der Form klappt das schon mal jetzt hier in der Startelf. Immerhin, das sieht gut aus. Ja, Köln ist das erste Mal hier offensiv direkt zu Beginn und zeigt, wer hier die Heimmannschaft ist. Den Spiel wollen wir natürlich umdrehen. Bayern fühlt sich überall wohl. Ich glaube immer, wenn ich so Sachen sage bei den Vereinen, wo ich spiele, denken manche wirklich, ich wäre Fan dieser Mannschaft. Aber ich bin weder Bayern-Fan noch Hamburg-Fan oder so. Ich mache ja nur die Karriere quasi bei dem Fall. In der Spielkarriere ist ja sogar nur ein Abschnitt. Und manche denken wirklich, weil die Träume von den Läufen und alles so weiter, ich wäre Fan von den Mannschaften. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so. Freistoß, 16. Spielminute. Sehr, sehr tiefstehende Kölner. Sehr, sehr tiefstehend, wie wir es hier sehen. Die sind in der Viererkette, da war Lewandowski ganz alleine vorne. Und die räumen den sogar trotzdem schon ab. Was? Als ob! Das war doch kein Stürmerfoul. Kannst du mir nicht erzählen. Schöne Drehung, schönes Tor. 1-0. Man muss nur einmal schön durchkommen. Und das haben wir geschafft. 27. Minute, die erste, ja, die erste Chance von uns. Aber es hat 27 Minuten gedauert. Aber da zeigen wir, ja, dass wir Bayern sind. Es ist halt einfach so. Da müssen wir die Tore auch machen. Schon ein bisschen gespenstisch, wie leise es da gerade in dem Stadion war. 4-0 Fouls angeblich nach 34 Minuten. Ey, dieser Schiedsrichter ist so dumm. Wirklich. Wieso pfeift er jede Kleinigkeit? Und dann ist es ja eigentlich, also, ich würde ja sagen, es ist eigentlich nicht mehr was. Oh, ey, die machen hier absoluten Buspark-Taktik hier. Und, oh, schade. Oh, jetzt ist Köln mal gefährlich vorne. Manuel Neuer rettet das Ding. Das, ja, wäre beinahe das 1-1. Heilige Scheiße, war die Chance gut. 1-0 zur Halbzeit. Das muss noch besser werden. Vor allem jetzt gerade, ja, hatte Köln wirklich nochmal zum Schluss eine gute Chance. Und Zeit zu 7 Schüsse. Wir sind die bessere Mannschaft. Aber die meisten Schüsse waren von mir jetzt tatsächlich auch in diesem Spiel eher so aus der Distanz mal versuchen, weil die einfach so heftig ekelhaft verteidigen. Jetzt! Wir kommen mal zum Schuss! Aus dem Nichts bekommen wir den Ball! Und man sieht nichts. Aber es zählt trotzdem. So, sehr schön. 2-0. Wieder Robert Lewandowski. Ich muss das unbedingt ausstellen. Ich habe ja das Licht, wie gesagt, alles selber programmiert und die Software auf dem Tablet und so alles komplett selber auch gemacht, damit ich das quasi über das Tablet Remote vom PC steuern kann, so mehr oder weniger. Technisch, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich die Knöpfe, diese Touch-Buttons so programmiert, dass man mit einem zweiten Tastendruck das auch wieder ausstellen kann. Und manchmal denkt dieses Touch-Ding, ich drücke da zweimal drauf, obwohl ich nur einmal richtig berühre. Und dadurch schaltet es einmal an und direkt wieder aus. Und ja. Das ist ein bisschen dumm. Muss ich ändern. Und wieder Manuel Neuer, Hilfe, Alarm, 1-2, 58. Minute, direkte Reaktion, die wollen diese 2-Tore-Führung nicht haben,
für uns. Ja, ich finde, so Zeitungsführung ist immer so geil, muss ich richtig sagen. Also, gefällt mir richtig gut. Ja, dann hat man so ein bisschen, so kann man so lockerer spielen und leichter, ist dann viel, viel leichter, dann noch ein, zwei, drei Tore zu erzielen. Ja, und so muss er wieder zittern. Und wieder Mane Neuer, wieder Köln und jetzt Außennetz, 64. Minute, die werden immer besser und wir kommen zu weniger Chancen. Ey, wirklich, dieser Schiedsrichter, ganz ehrlich, was soll ich gemacht haben? Alles ist bei mir gerade ein Foul, selbst wenn ich nicht mal einen Gegner berühre. Wo war das denn Foul? Erzähl's mir. Der rennt in mich rein und berührt mich eigentlich noch nicht einmal richtig. Alter Manuel Neuer, Junge, wie gut sind die Kölner denn jetzt gerade? Und was ist das für ein Spaß, Schiedsrichter? Wirklich, muss man wirklich mal so sagen, ey. Was ist das für ein... Ah. Oh ja, oh ja. Mehr Glück als Verstand, egal, scheiße. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der hat für die noch kein einziges Foul im ganzen Spiel gepfiffen. Und bei mir ist alles ein Foul. Alles. Alter. Ey, wie viel Glück ich auch... Also, ich weiß gar nicht, ob ich von Glück reden kann in diesem Spiel. Auch wenn der Ball jetzt nicht reingegangen ist, sondern nur gegen den Pfosten, glaube ich. Jawohl. Aber, boah. 6 Minuten nach... Ey, ich hasse diesen Schiedsrichter. Was ist denn jetzt... Los mit dem, Alter. Ich raste hier gleich aus. Der hat noch kein einziges Mal für mich gepfiffen. Und jetzt wird er auch noch 6 Minuten Nachspielzeit geben. Endlich. Also jetzt hat er es nicht mehr geschafft, es irgendwie für Köln hinzubekommen, dass sie doch noch gewinnen. Alter. Was ein heftiges Spiel. 9:0 Fouls. Ist der doof? Egal. Die Tabelle besagt erstmal... Ui. 5 Punkte Abstand. Der Spieltag hat einiges gebracht, dass wir jetzt da so gegen Köln gewonnen haben. Das freut mich auf jeden Fall. Und echt ist die Bundesliga auch richtig knapp. Das Einzige, was halt bei uns anders ist, dass super viele, so wie in echt, richtig krass hintereinander sind und fast punktgleich zur Spitze. Nur, dass wir halt wirklich die richtige Spitze 5 Punkte Vorsprung haben. So, jetzt geht's auf zum Champions League Spiel und da sind wir auch wieder auswärts. Einmal wechseln wir aufgrund der Form, aber ansonsten können wir mit dieser Formation auch wieder reingehen. Anpfiff, auf geht's zu weiteren spannenden und wichtigen 90 Minuten. Wow, was ein geiles Tor. Einfach so reingeknallt, Tolisso, 6. Minute, eiskalt. Lol. Mann, Alter, ich hasse das. Wieso zeigt mir das Spiel nicht richtig? Ist Manuel Neuer verletzt oder? Ich habe da nicht richtig drauf geachtet, aber wieso spielt Ulreich denn jetzt? Ey. Und ich habe noch nicht mal über irgendeinen Torhüter mit? Ey, dieses Game. Was ist denn? 57:43% Ballbesitz. Ja, das ist kein Selbstläufer, auch wenn dieses 1-0 zwar richtig geil war. Alter, was ist denn heute los? Was meckert denn der Schiedsrichter heute so viel? Wir müssen uns da auf jeden Fall noch ein bisschen auf was gefasst machen, dass hier wieder was von den Gegnern kommt. Vor allen Dingen ist es irgendwie plötzlich so, dass ich in der ersten Hälfte besser spieler als in der zweiten Hälfte. Das ist mir schon aufgefallen bei der letzten Aufnahme. Oh, komm, komm, komm. Sprinte, sprinte, sprinte. Oh, no. Und deswegen wird es umso gefährlicher. Mann, die Demo hat angerufen. Sie möchten ihren Schiedsrichter zurück. Was soll denn das jetzt? Oh ja, oh ja, oh ja. Tor! 2-0. Robert Lewandowski in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Zum, übrigens, psychologisch wichtigen Zeitpunkt. So, jetzt geht's zum Pausentee.
Und danach geht es hoffentlich noch ein Stück weiter besser weiter. Und das ist ein genialer Pass und es geht tatsächlich gut weiter. Woo! Voll geil. Finde ich voll geil. Hä, ja, das ist so krass. Die Spiele sind so heftig unterschiedlich. Weil, naja, klar, die Situation ist ja auch eine andere. Aber dass Köln halt solch fette Probleme macht und, naja, gut, Dynamo Zagreb, ich bin mir nicht sicher, wie ich die einordnen soll. Die sind ja auch keine Klasse-Mannschaft. Ich habe ja schon gesagt, die Champions League-Gruppe, die wir haben, ist eher so auf Euroleague-Niveau. Aber Köln spielt ja eigentlich auch nicht auf Euroleague-Niveau. Zumindest jetzt gerade nicht in echt. Oh, Gefahr. Ja, Ulreich hat jetzt auch wieder was zu tun. Das ist die berühmte zweite Halbzeit. Nein. Oh, Gott sei Dank. Ich war so dumm. Spiel vorbei. 3-0. Ja, ein Tor noch in der Nachspielzeit direkt quasi nach dem Wiederanpfiff. Und danach war es ein ausgeglichenes Spiel eigentlich. Aber wir hatten ja schon zum Glück diese drei Tore. Deswegen chillig, würde ich sagen. Ja, das war der vierte Spieltag und jetzt ein schöner Blick auf die Tabelle, ja. Wir sind mit 9 Punkten auf Platz 1 natürlich noch gar nicht sicher. Das heißt, ja, aber immerhin, die Tordifferenz, die ist schon ziemlich geil. Nur 3 Tage Pause und jetzt geht's endlich wieder in der Allianz Arena ran gegen Freiburg. Unglaublich, wie schnell es gehen kann. In der nächsten Folge spielen wir auf jeden Fall ein Spiel gegen Frankfurt. Die waren relativ lange sogar auf Platz 1 und jetzt sehen wir die noch nicht mehr unter den Top 10. Das liegt einfach daran, dass die Top 10, wie wir es sehen, zumindest von Platz 2 bis Platz 10, ja, da ist die Differenz von Platz 10 zu Platz 2 2 fucking Punkte. Und es geht wahrscheinlich nach unten noch ein bisschen so weiter. Holy shit. Oh, was ist da denn los? Ulreich immer noch, was? Hä? Ja, jetzt mal ganz im Ernst. Also, James Rodriguez ist jetzt wieder verletzt. Ulreich muss erst also wieder gewechselt werden. Dann brauchen wir natürlich auch wieder einen Torwart auf der Bank, ist klar. Ey, wie stellt man dieses automatische Wechseln aus? Es war, also ich weiß, wie es früher ging, aber das geht irgendwie geht das so nicht mehr oder so. Hä? Das müsste doch Unterstützungseinstellung, da müsste es doch sein. Autostartaufstellung, nicht editieren. Ich würde ja sagen, dass halt nicht editieren halt wirklich nicht editieren heißt. Naja, egal. Also Martinez, der muss raus. So, mit dieser Aufstellung gehen wir ins Match. So, los geht's. Platz 1 können wir jetzt erstmal in diesem Spiel nicht verlieren. Das ist schon mal gut, aber ja, wir wollen ja auch weiter nach vorne und ich denke mal, so langsam wird sich das da auch unter uns rauskristallisieren, wer denn dann uns verfolgen wird, weil bis jetzt sind es sehr, 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 sehr viele. Sie sehen natürlich dementsprechend auch gegenseitig die Punkte wegnehmen, das darf man nicht vergessen. Robert Lewandowski, der ist schnell. Der Winkel ist aber nicht gut, ich muss es trotzdem probieren und ich scheiße natürlich, ja, aber klar. Jawohl. Nein. 33. Spielminute. Die Ambitionen gehen in eine klare Richtung, aber bis jetzt noch nichts Verwertbares. Halbzeit 0-0. Das wird nicht leicht, in der zweiten Halbzeit ein Tor zu erzielen, weil ich weiß nicht genau, wie sie es machen. Sie stehen nicht extrem tief oder so, aber sie verteidigen unglaublich gut. Und schießen hier fast das 1-0, das gibt's ja nicht. Manuel Neuer ist aber da. Oh ja, vielleicht jetzt ein Konter. Oh mein Gott, wie kann man nur so dämlich laufen? Robert Lewandowski, was soll das denn? 15 Spielminuten noch auf der Uhr. Ich stelle mal auf Offensiv. Nachspielzeit schon angebrochen. Komm, nochmal nach vorne sprinten, bevor es abgepfiffen wird. Einfach vielleicht. Oh nein. Oh, das war es jetzt wahrscheinlich, oder?
Jawohl, 0-0 gegen Freiburg. Schwolo mit einer 7,0. Der gegnerische Torwart. So, also auch wir zeigen, dass wir Punkte liegen lassen können. Und naja, trotzdem noch 4 Punkte entfernt von Platz 2. Dortmund zum Beispiel auf Platz 12 halt mit 3 Punkten von Platz 2 entfernt. Das ist halt das Heftige. Es geht halt wirklich von Platz 2 bis Platz 12 ist alles in direkter Reichweite. Das ist so heftig. 1,5 Wochen Pause und jetzt geht's in der nächsten Folge auswärts gegen Fortuna Düsseldorf dran. Ja, also das ist eine richtig verrückte Fußball-Bundesliga-Saison hier, wie wir das sehen. Außerdem Champions League noch in der nächsten Folge. Checkt das dann auf jeden Fall ab. Rechts kommt ihr zur nächsten Folge, soweit ihr draußen ist, natürlich auch zur Playlist. Checkt die ab, falls ihr irgendwelche Folgen verpasst habt. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich jetzt noch kostenlos machen. Würde mich sehr darüber freuen über eine Bewertung. Würde mich auch freuen, dann sehe ich, ob ihr davon noch mehr sehen wollt. Also, haut rein. Ciao.